This academy is organized during holidays. Yeah, that is special time for young people. They come here. Diese Akademie wird während der Sommerferien organisiert. Eine ganz besondere Zeit für junge Leute. Sie kommen hier nach Deutschland, um zusammen zu musizieren und die gemeinsame Zeit zu genießen. Das ist jetzt meine erste Probe mit den jungen Musikern und ich erfuhr, dass sie von überall auf der Welt herkommen. Das ist das erste Mal für mich, während des Festivals und der Akademie hier zu sein. Und ich freue mich, diese jungen Einzelmusiker auf ihre Auftritte vorzubereiten. Das Aufregendste für mich und sicher auch für die anderen Mitglieder dieses Orchesters wird die Vorbereitung auf das Konzert mit Maestro Penderecki sein. Musicians from this orchestra is preparing to concert with Maestro Penderecki. Naja, das dauerte einige Zeiten, die wir mit Herrn Klapsing gesprochen haben, diskutiert haben. Und voriges Jahr, die Akademie war zum ersten Mal und das war, glaube ich, sehr großer Erfolg. Viele Studenten aus der ganzen Welt haben sich angemeldet, aber diesmal waren es 700 und man hat eine Selektion gemacht. Und ich glaube, das Niveau ist sehr hoch, sind beste Studenten hier und man kann wirklich mit denen Musik machen. Of course it's exciting. Natürlich ist es aufregend, an einem Ort zu sein, wo ich noch nie war. Das ist mein erster Besuch in Deutschland. Aber hauptsächlich bin ich natürlich hier, um für Maestro Penderecki zu spielen. Ich habe ihn schon in der Schule studiert und es ist aufregend und spannend, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der aktuell für seine Musik gefeiert wird. Nun, ich denke, er hat einen ganz eigenen Stil, Musik zu komponieren. Die Kombination aus tonalen und atonalen Elementen, um daraus wunderschöne Melodien und ungewöhnliche Sounds zu kreieren, machen seine Musik zu einem Erlebnis. Sein Duo Concertante zum Beispiel ist ein einmaliges Stück. Ich fühle mich geehrt, mit ihm spielen zu dürfen. Diese Erfahrung ist eigentlich eine Arbeit mit sehr guten Studenten, ist nur eigentlich Vergnügen. Die sind sehr willig, die sind sehr gut organisiert hier auch. Ich glaube, es ist wunderbar für junge Leute, die natürlich die mehr als die Hälfte wollen Solisten sein und das ist normal. Aber es ist leider nicht so, dass die alle Solisten werden. Die müssen lernen, in Ensemble, im Orchester zu spielen, damit die später auch einen Job finden können. Die zweite Auflage dieser Akademie war ein gigantischer Erfolg. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Bewerbungen fast verdreifacht. Wir haben also über 800 Bewerbungen von allen 5 Kontinenten bekommen und wir haben wirklich ein wunderbares Orchester zusammenstellen können. Es gab wirklich sensationelle Konzerte in Borken, in Bocholt, in Amsterdam, in Münster. Alle Musiker haben auf einem unwahrscheinlich hohen Niveau gespielt und sowohl die Tutoren als auch die Dirigenten Krzysztof Penderecki und Maciek Tworek waren hellauf begeistert. Sie haben Energie und sie wollen spielen. Das ist das Wichtigste, dass sie es wollen. Vor 3 Tagen war ich in Moskau und war dort mit dem Pletnjew-Orchester zusammen. Das ist ein professionelles und wunderbares Ensemble, aber sie hatten dieselbe Dynamik wie unsere jungen Musiker hier.
Es kommt sehr oft vor, dass professionelle Orchester die gleiche Leidenschaft besitzen wie aufstrebende Musiker. Das trifft nicht bei jedem Orchester zu, aber junge Leute haben immer Energie. Die Penderecki Musikakademie 2013 in Borkenburlow hatte eine Neuerung oder eine zusätzliche Attraktion. Das SINAC Classic Casting hat sich an junge Musikschülerinnen und Musikschüler aus der Region gewandt, die von uns eingeladen wurden, irgendwann Anfang des Jahres, sich zu bewerben. Die sind von den Studenten und Studentinnen ausgebildet worden im Rahmen ihrer Sektion, mussten verschiedene Programme ausarbeiten und haben dann gemeinsam zwei wirklich viel umjubelte Konzerte in Bocholt und Borken gegeben. Die waren völlig aus dem Häuschen, das Publikum in Bocholt ebenso wie in Borken. Und es war wirklich wunderbar, diese beiden Abende. Und die Leistungen, speziell auch der jungen Musikerinnen und Musiker aus der Gegend, waren richtig gut, also durch die Bank ganz toll gespielt. Und das zeigt letzten Endes nichts anderes, als dass die Musikschulen hier in der Region einfach richtig gute Arbeit machen. Man war schon nervös. Also wir hatten dieses erste Konzert in Bocholt, halt auch Open Air. Und es war auch das erste Mal, dass ich Open Air gespielt habe. Und es war halt schon in den Proben, saß man da so und dann waren da die ganzen Sitzreihen und dann standen da auch schon Leute und haben zugehört. Und dann das Konzert hat aber eigentlich total Spaß gemacht, weil es ist halt mit so einem super guten Orchester zusammenspielen und dann so coole Stücke auch noch, das ist, also das war schon super, auch wenn wir natürlich nervös waren. Also ich fand, es ist ein tolles Gefühl. Man ist halt positiv auch aufgeregt und man freut sich, dass so viele Leute halt auch zugucken. Und mit so einem großen und guten Orchester aus der ganzen Welt ist es halt auch nochmal was ganz Tolles. Es war ein sehr schönes Gefühl. Wir waren natürlich unheimlich aufgeregt, weil unser Sohn ganz vorne stand. Aber es war ein wunderbares Konzert und die Musiker hatten unseren Sohn so lieb und so nett aufgenommen und er fühlte sich so unheimlich wohl, es machte ihm so großen Spaß und deswegen waren wir ganz glücklich in dem Augenblick. Ja, also schon ein tolles Gefühl eben, dass man mit so einem Orchester zusammenspielen kann. Also die kamen ja auch aus aller Welt und dann so als hier ein kleinerer Cellist dann, dass man dann da mitspielen kann. Das war schon richtig cool.